Was ist das denn da, Freunde? Herzlich willkommen bei The Bus. Ich bin er und ich bin der Busfahrer. Das habt ihr alle nicht gewusst. Hässlicher Hut, hallo Brille. So, Freunde, los geht's. Wir steigen ein. Wir befinden uns am Zoologischer Garten in Berlin, genau gesagt hinter dem Zoologischen Garten. Hier drüben ist im echten Leben tatsächlich die Bus-Endhaltestelle von Bussen. Also da werden die gewartet und so, oder da parken die, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man hier steht, sind da 100.000 Busse. Der Kran steht da aktuell, glaube ich, nicht. Und wir müssen einmal schauen, dass wir die Leute hier reinlassen. Und das Merkwürdige ist, ich spiele das hier mit dem Lenkrad. Achso, ich muss erst starten. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich kann die Tür nur öffnen, indem ich die Bremse ungefähr bis zur Mitte gedrückt halte. Und dann öffnet sich die Tür. Und ich muss das dann halten. Ansonsten stoppt das. Wenn ich es zu weit drücke, fährt er rückwärts. Ich habe wirklich alles probiert. Ich habe Tasten angeordnet und so. Es geht nicht anders. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Aber gut. Da, ihr seht's. Das ist ganz merkwürdig. Und Bremse und Nichtbremse ist auch durcheinander irgendwie. Und Bremse und Gas übrigens, nicht Bremse und nicht Bremse. Was steht da? Inkorrekte Optionen. Zack. Dafür kriegst du 2 L wieder. Mach es gut, was willst du? Den gleichen Bums hier. Zack, bezahlt hat er auch. Auch du kriegst was. Nochmal das gleiche. Tschüss, Freunde. So. Ja, also mit der Steuerung, da stimmt irgendwas noch nicht. Irgendwas ist da merkwürdig. Ich meine, das Spiel ist im Early Access. Das ist völlig okay, das kann passieren. Aber irgendwie würde ich auch glauben, dass man das als erstes macht, oder? Dann wollen wir mal losfahren, Freunde. Hier sind wir jetzt genau, die Straße hier rechts ist der, die Straße hinter dem Bahnhof Zoo. Hier unten ist der große Platz für die Obdachlosen am Zoologischen Garten. Die schlafen hier unter dieser Brücke. Geradezu ist der Haupteingang vom Zoologischen Garten. Also vom Zoo. Zoologischer Garten heißt die Station. S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Das sag ich doch. Ja, das wird ein bisschen merkwürdig sein hier mit dem Bremsen und Halten und so, aber gut, das kriege ich schon hin. Für die Tour soll das genügen. Wir fahren den Bus Nummer 200. Der fährt so ein paar recht große Sehenswürdigkeiten ab. Und ich bin echt begeistert, wie krass gut das hier aussieht und wie nah das am echten Berlin ist. Sehr gut, geht mal rein. Das kann... Komm, keiner braucht mehr ein Ticket heutzutage. Ihr habt alle ein Handy. Hinten ist auch alles frei. Und dann geht's los. So, das da ist der Bahnhof da drüben, der Bahnhof Zoologischer Garten. Hier drüben haben wir einen Dunkin' Donuts und McDonald's oder sowas. Dann wollen wir mal schauen, was wir sonst noch so finden können. Ja, da drüben ist ein Primark, richtig. Das ist für viele Menschen natürlich absolut wichtig. Übrigens keine Ahnung, ob man davor oder dahinter. Jeder macht das anders. Jeder biegt anders ab. So, Freunde, hier ist die Gedächtniskirche. Links ist der Zoopalast, was übrigens ganz fantastisch ist, dass das auch wirklich so heißt. Okay, Bikini Berlin ist da übrigens nicht. Vielleicht ist da eine Werbung. Da ist der Zoopalast. Und daneben ist das Bikini Berlin. Das Bikini Berlin ist so eine Art... Keine Ahnung, alternative Mall irgendwie. Da gibt es so Pop-Up-Stores und dann machen Menschen irgendwie aus Hanf T-Shirts für Babys oder so. Keine Ahnung. So, hier rechts ist das Europa-Center. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen, um ehrlich zu sein. Früher war das ganz cool, da hinzukommen. Da gibt es auch nur eine Mall. Aber na, das ist auch heute nicht mehr so das Wahre, um ehrlich zu sein. Die Zeit ist einfach ein bisschen vorbei. Aber wenn man mal... die Merkwürdigkeiten West-Berlins sehen möchte, Leute, dann geht ins Europa-Center.
jetzt kriegt er 20 Cent. Ne? So, dann fahren wir mal weiter. Budapester Straße kommt jetzt, genau. Hier ist der zweite Eingang vom Zoo tatsächlich. Es gibt das Löwentor und das Elefantentor. Und das hier ist das Elefantentor. Ich weiß gar nicht, ob die das hier gut dargestellt haben oder ob sie das nicht durften oder so. Mal schauen, da drüben ist das. Für diejenigen unter euch, die hier schon mal Urlaub gemacht haben oder in diesem Zoo waren, die kennen das wahrscheinlich. Und alle anderen könnten es auch kennen übrigens. Ja, genau. Und aber links und rechts von der Säule sind so zwei große Elefanten, glaube ich, irgendwie sowas. So, und dann müssen wir vorne schon wieder abbiegen. Rechts von uns, parallel von dieser Straße, ist der Kurfürstendamm. Den kennt man, glaube ich, in ganz Deutschland. Oh, was machst du denn jetzt, Junge? Ja, voll. So, jetzt geht's rein in die Budapester Straße. Machen Sie bitte das Handy aus, das stört meine Signale hier vorne. Globig Tiller oder was? Ey, hallo. Da muss ich ein bisschen Gas geben. Ich glaube, hier so Strafen oder sowas ist alles noch nicht inkludiert. Beep, boom, heißt, jemand hat auf den Stoppknopf gedrückt. Das heißt, wir müssen natürlich in jedem Fall anhalten. Jetzt wird das... Komm, jetzt kommen wir auch rüber. Der fährt doch einfach. Hier ist ein Grieche an der Ecke. Griechisches Restaurant, keine Ahnung, wie er heißt. Ja, da ist das Problem. Der erklärt mir das mal, ich verstehe es nicht. Ah. Bart. Ja, das ist auch noch so ein bisschen frickelig, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung. Ach, ihr Leute, ihr nervt mich aber. Also das würde ich ausstellen. Wenn ich es ausstellen könnte, würde ich sagen, gib mir nicht irgendwelche komischen Aufgaben, die Ticket verkaufen. Ciao. Sehr gut. Das hätten wir erledigt und dann geht's weiter. Ja, also das ist schon echt beeindruckend, wie gut das hier dargestellt ist. So sieht Berlin wirklich aus. Corneliusbrücke. Und die Ansagen sind auch die Originalansagen übrigens. Also es ist wirklich diese Stimme und die sagt wirklich diese Sachen. Es ist wirklich super geworden. Da kann man echt nicht meckern. Ah, noch so eine. Junge. Ja, ich muss das Geld natürlich nehmen, sonst denkt er sich, was will er denn? Das Einzige ist hier, DHL-Wagen ist TML. Natürlich das Entwicklerstudio. Aber keine Ahnung, warum nicht DHL. Manche Sachen stehen da, ihr habt es gesehen, BZ, Bikini, Zoopalast, ist alles drin. Aber bei DHL hat es dann vielleicht nicht gereicht. Ich weiß nicht, woran das liegt oder ob das eine ganz bewusste Entscheidung ist. So, hier. Das ist übrigens ein Radweg hier, auf dem ich fahre. Na komm. Na! Sehr gut, Leute, so wird das gemacht. So. Ja, kommt mal aus dem Pott jetzt hier, Leute. Nordische Botschaften. Adenauer Stiftung. Genau, hier rechts sind die nordischen Botschaften. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das ist die schwedische hier rechts. Hier dieses grüne Gebäude. Tatsächlich sieht das auch wirklich so aus. Die Leute benehmen sich, auch die Sitze und so, das ist alles echt, das sieht wirklich so aus. Man steht zwar nicht so auf dem Sitz wie die Dame da, aber gut. Jeder wie er mag, ne? Hier links ist der Tiergarten. Er streckt sich noch ein ganzes Stückchen weiter und links die nächste Straße rein geht zur Siegessäule. Und nach rechts kommen wir zurück zum Zoologischen Garten.
Und ja, Ampeln sind tatsächlich sehr lang geschaltet. Manche, da steht man Ewigkeiten. Und bei anderen, da hast du gerade mal das Gaspedal getreten und plötzlich ist schon wieder rot. Und wenn natürlich alle nicht fahren, dann ist es auch schwierig, aber wir kommen noch rüber. In letzter Sekunde ist ihm eingefallen, er möchte doch zurück. Und da sind wir schon. Genau, hier sind so ein bisschen Botschaften und so. Vorne kommt noch eine ganz interessante Straße. Da fahren wir zwar nicht rein, aber wir fahren vorbei. Ich weiß nicht, ob man das dann lesen kann oder so, aber geht mal weiter. Ich habe keine Lust auf Tickets jetzt. Hier sind einige Botschaften. Ich glaube, ist das Saudi-Arabien? Ich weiß es nicht genau, Leute. Leute, keine Ahnung, irgendwelche. Auch die baden-württembergische und so, das ist hier alles vertreten. Das ist auch echt eine ganz schöne Straße gegenüber dem Tiergarten. Also da kann man nicht meckern. Allerdings ist es auch eine sehr stark befahrene Straße, denn das ist Verbundstück zwischen eben dem Zoologischen Garten quasi und der Ecke da um die Siegessäule rum und dem Potsdamer Platz. Das werdet ihr gleich sehen. Tiergartenstraße. Kurz schauen, welche Straße ich jetzt meinte. Ich glaube, die nächste ist. Das ist die baden-württembergische Botschaft oder keine Ahnung, wie das dann heißt. Und ich glaube, die nächste Querstraße muss es sein. Das ist die Stauffenbergstraße. Und die heißt nicht zufällig so, die heißt tatsächlich so, weil dort Stauffenberg erschossen worden ist. Und da steht heute noch so eine Denkmalstatue und da kann man sich das alles anschauen und durchlesen, was da Phase ist. Gewesen ist. Und da hat Tom Cruise tatsächlich auch die Exekutionsszene für den Film Operation Valkyrie gedreht. Ich hatte damals einen Klassenkameraden, der hat dort gewohnt, hat Blick auf den Innenhof und der hat mir ein Foto geschickt, wie Tom Cruise da unten gedreht hat und so. Und das war schon echt beeindruckend. Und natürlich auch großes Lob, dass man auch nochmal Filme machen kann an einem richtigen Ort und nicht einfach nur ein Greenscreen-Studio und dann sagen kann, naja, hier ist, fällt eh keinem auf. Hier ist die Stauffenbergstraße, genau. Aber wir müssen weiter Richtung Philharmonie. Ja, und grafisch ist das schon echt sehr schön. Die Menschen sehen immer noch ein bisschen merkwürdig aus. Aber am Ende des Tages ist es kein Menschensimulator, sondern ein Bussimulator und die Straßen, das ist original Berliner Asphalt. Nichts sieht irgendwie clean und sauber aus, alles irgendwie zusammengeflickt. Und das Wichtigste ist, es ist grau. Alles andere zu. Verzeihung, die Dame. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Komm, komm rein. Ja, weiß ich doch. Ach, finde ich gut, wa? So, hier. Weiter geht's, Leute. Wir flitzpiepen aber schön ruhig da hinten, na? Will nicht hören, oder? Zack. So, Philharmonie ist links von uns. Ein imposantes, wenn doch gleich ein bisschen hässliches Gebäude. Da rechts ist irgendeine Nationalgalerie oder sowas. Who cares? Da direkt vor uns dieses mit dem gelben Dach da, oder was das hier sein soll, das hier, das ist die, ah, da steht sogar, Staatsbibliothek zu Berlin. Was das ist, weiß ich nicht. Bibliothek, hier ist die Philharmonie. Es sind echt viele Menschen unterwegs. Das übrigens, ne, diese E-Scooter, oh Leute, ey. So, schauen wir mal. Da drüben ist der Potsdamer Platz, da müssen wir jetzt hin. Den überqueren wir quasi. Rechts lang geht's nach Schöneberg. Ah, ich dachte, Taxikollege wäre nett. Leute, come on, das ist Berlin. Freunde, ey. Die fahren wie ich. Ups. So, und jetzt sind wir am Potsdamer Platz. Zumindest am Anfang davon. Bahrheinfriestraße, Potsdamer Platz. So, genau, da links, das hier ist das Sony Center. Da steht sogar Sony Center. Und hier steht eigentlich da vom Legoland so eine Lego-Giraffe. Hier rechts rein geht's zum
Marlene-Dietrich-Platz und da findet die Berlinale statt. Da ist ja immer der rote Teppich, genau da. Und ansonsten, hoppla. Ansonsten befindet sich hier das Cinemax, ganz genau, das größte Kino Deutschlands angeblich. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Da geht das rein. Und hier haben wir auch noch ein Hotel, das... Wie heißt das Hotel hier? Ich komme gleich drauf. Nicht Magellan, sondern... Ich weiß es nicht mehr, Leute. Was ist denn hier so laut? Oh Gott, Duke Nukem ist auch da. Kommen Sie rein. Oh, war so klar. ABC. Ja, für alle, die es nicht wissen, die öffentlichen Verkehrsmittel und Bus und Bahn in Berlin sind unterteilt in A, B und C. A ist der mittlere Kern, quasi Mitte und alles, was Sehenswürdigkeiten angeht. B ist so ein bisschen der Außenbereich und C geht schon so ein bisschen über Berlin hinaus. Und da kannst du dich dann entscheiden, ob du ein A, B, B, C oder A, B, C Ticket haben möchtest. Das kostet dann natürlich dementsprechend. Ich glaube, wir müssen geradeaus, ne? Ja. So, und das hier rechts, dieses komische Dings hier, das ist übrigens der Potsdamer Platz hier. Und das da, das ist die erste Ampel Europas, glaube ich. Hoppla! Genau, die erste Ampel und die steht da und die Leute freuen sich darüber. So, das ist der Leipziger Platz hier. Ne, die Leipziger Straße, sorry. Und hier links ist die Mall of Berlin. Ich weiß nicht, ob man das da irgendwo steht. Scheinbar nicht. Dieses ganze hässliche Gebäude da bis rum um die Ecke erstreckt sich die Mall of Berlin. Ich weiß nicht, was das sein soll. Eine Mall für Touristen, nehme ich an. Ich wüsste nicht, wieso man da als Berliner hin sollte, ehrlich gesagt. Denn da, wo man wohnt, gibt es in der Regel eine Mall und hier geht man halt hin, wenn man zufällig gerade im Kino war oder vorher oder so. Das ist eine riesige Mall, wirklich. Das ist, man muss teilweise dann wirklich raus, um in ein anderes Gebäude zu gehen, nämlich genau hier, um dann in den anderen Teil von der Mall. Und, keine Ahnung, Leute, nichts gegen Malls und so, aber das scheint mir jetzt so ein bisschen Quatsch zu sein. Hoppla! Na komm. Das schaffen wir noch. Hier, Leute. So nämlich. Zack. So. Wo kommen wir jetzt hin? Hier links übrigens immer noch Mall of Berlin. Das endet jetzt. Hi Fans, steigt ein. Hier gibt's Döner Kebab. Da gibt's Tesla Electronics. Was ist denn hier los? Freundchen, rein. Du auch. Na? So, dann fahren wir mal weiter. Machen Sie bitte das Handy aus. Dankeschön, das wäre sehr nett. Das wäre wirklich sehr nett. So. Geradezu, nämlich genau da, dieses Gebäude mit dem grünen Dach, das ist das Adlon Berlin. Das war die Rückseite davon, auf der anderen Seite, einige von euch wissen es vielleicht noch, hat Michael Jackson sein Baby damals aus dem Fenster gehalten und alle dachten, oh Mann, was macht er da? Und direkt vor dem Adlon ist der Pariser Platz mit dem Brandenburger Tor. Und hier dran, da sieht man es, dieser lilane Streifen. Dieser lilane Streifen da, das ist die britische Botschaft. Die ist da mit dran am Wohnblock, am Häuserblock vom Adlon. Hier hinten ist irgend so ein Club. Ich weiß gar nicht, ist das das Felix? Irgend so ein Club, wo irgendwelche Spackos da hingehen. Keine Ahnung, oder? Was gibt's hier? Irgendwelche kosmetischen Sachen.
So, und dann geht's weiter Richtung Alexanderplatz. Das ist aber, das finde ich sehr schön, dass man hier tatsächlich auf die Fußgänger warten muss, die ja auch sehen, dass man abbiegen möchte und dann trotzdem langsam laufen und dann angucken. So. Was macht er hier jetzt? Pause oder was? Hallo, fahr doch mal, du Otto. Ja, also wirklich. So. Jetzt parallel zu uns verläuft die Straße unter den Linden. Da kommen wir gleich auch noch rauf. Denn die führt uns direkt zum Alexanderplatz. Muss ich mal schauen, ob da jemand aussteigt da hinten. Sieht nicht so aus. Und dann müssen wir vorne gleich nach links klopfen. Hoho, was ist mit ihm? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Entwickler das tatsächlich auf den Berliner Verkehr angepasst haben, so KI-mäßig und wie aggressiv die sind, aber was wir da jetzt gerade gesehen haben, ist nicht so super unüblich. Einfach mal reinbrettern, so kann schon passieren. Ja, ansonsten grafisch. Ich habe wirklich gerade vor einer halben Stunde habe ich den Fernbus-Simulator gespielt. Und der ist natürlich jetzt, also fairer halber muss man sagen, der ist 6 Jahre alt, da will man gar nicht meckern und so, alles schön. Aber da sieht man dann doch, was für ein Sprung das ist, gerade was den Detailgrad angeht. Komische Oper Berlin, für Leute, die es interessiert, ist hier. Also, das sind ja wirklich diese ganzen Kleinigkeiten, die hier, wo du echt sagst, ja stimmt, so sieht das dann wirklich aus. Hier so die Mülleimer und so und... Das ist schon toll. Das ist schon schön gemacht. Großes Lob an die Leute, die das hier gemacht haben. Das ist wirklich toll. Das ist schön geworden. Es wird ganz warm von diesem so und Bremsen und Bremse halten und so, aber ey, come on. Das Leben als Busfahrer ist nicht leicht. Was soll ich euch sagen? Wenden wir mal hier an. Haben wir hier Leute? Jawohl. Steigt mal ein, ihr Sparkos. Ah, komm rein. Komm. Ab, ab, weg mit euch. Sehr gut. So, da hinten sieht man es schon, der Fernsehturm. Hier kommt man auch an irgendeinem anderen Quatsch vorbei, irgendwas mit Kultur oder so. Okay. Dann wollen wir mal weiterfahren. Ja, das ist natürlich, das ist übrigens alles noch Beta, ne? Also, bitte... jetzt nicht hier irgendwie glauben, das ist das fertige Spiel. Das ist alles noch in Entwicklung und so wie ich das mitkriege, in vollem Gange. Hier kommen Updates nach Updates und Roadmaps und wir machen das noch zusätzlich und so. Also die sind da wirklich drauf und dran, das immer schöner zu machen. Und diese Strecke hier fahre ich auch zum ersten Mal gerade. Die gab es von Anfang an nicht. Am Anfang war das die Strecke von Flughafen Tegel zum Alexanderplatz, glaube ich. Das kam jetzt erst dazu. 200er Strecke. Die Strecke, die mit der 100er Strecke zusammen gern von Touristen genutzt wird, weil sie eben an so vielen Sehenswürdigkeiten vorbeifährt. Und jetzt kommen wir dem Alexanderplatz. Du wurdest geblitzt! Oh nein! Ein bisschen näher. Lustgarten. Oder wie ich sage, der Laden deiner Mutter. So. Niemand? Manchmal dauert es ein bisschen. Da muss die Tür erst offen sein und dann... Ja, genau. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das Absicht ist. Dass Leute einfach manchmal echt so ein bisschen bescheuert sind. Fühlt sich echt wie so ein Busfahrer, ne? Ich weiß nicht, warum ich hier jetzt einen Lowrider fahre, aber jetzt geht's. So, hier ist die Spree übrigens. Das ist so ein komischer Fluss, auf den alle so mega stolz sind. Keine Ahnung warum. Aber solltet ihr mal nach Berlin kommen, dann macht auf jeden Fall so eine kleine Spreefahrt mit. Das ist wirklich, wirklich sehr schön. Fährt auch echt durch ganz schöne Ecken tatsächlich der Stadt und man sieht die Sachen mal von der anderen Seite. Weil ich persönlich finde ja Berlin unfassbar hässlich, aber das muss jeder anders, jeder wissen, wie es sieht.
Der Kopf dreht sich hier auch mit. Das ist beim Fernbus-Simulator auch so. Ist die Nikolaikirche, glaube ich. Ne, die Marienkirche ist das. Die Nikolaikirche ist, glaube ich, im Nikolaiviertel. Aber keine Ahnung, das ist, da bin ich jetzt einfach so drauf gekommen. Was macht der? Er dehnt sich, oder was? Eieiei. Wie detailliert das ist. Tarifbereich A, da seht ihr es. Wir sind nämlich im Herzen der Stadt quasi. Ja, das ist schon toll. Finde ich schön. Ist gut geworden. Die Entwickler haben meinen Segen. Ist gut geworden. Tschüss. So, da vorne ist das Park-In-Hotel. Das kennt man aus ganz vielen Sendungen, auch wenn das nicht so bewusst ist. Denn vom Park-In-Hotel, ich glaube, dass das das höchste Gebäude da in der Ecke ist, neben dem Fernsehturm. Da kann man so Wall-Running und so machen und dann kann man die Fassade lang rennen. Und das gibt es ja in ganz vielen Sendungen, wo dann irgendwo Mut gezeigt wird oder jemand will seiner Frau sagen, wie sehr sie liebt und dann rennt er da runter. Und keine Ahnung, Leute, was macht ihr denn? Galeria Kaufhof ist auch da. Galeria, das ist die S-Bahn, die fährt unter anderem nach Spandau zurück, also ganz in den Westen, und gibt aber auch verschiedene, die dann einen nach Potsdam, einen nach Dingsdam und dies, das. Und oh, dieses Husten, oh, das haben die gut gemacht, ey. Also dieses Gelaber von Leuten und dann das Husten so und oh. Du bist da mit denen eingesperrt, mit den Menschen, und musst die noch von A nach B fahren. So, da bin ich doch, Leute. Frag mich doch. Kommen Sie rein, können Sie rauskicken. Ah, da ist er. Sehr gut. Nerv mich nicht mit Tickets. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo es hier lang geht. Ich vermute ja fast, dass ich hier einmal rüber müsste. Ja, Europcar ist da auch, das stimmt. Was haben wir sonst noch? Sonst ist hier nicht so viel. Da hinten kommt diese ganze Ecke, wo alle gern hin möchten, wenn sie nach Berlin ziehen. Wo es Straßenbahnen auf der Mitte der Straße gibt und du für 15 Quadratmeter mit Gemeinschaftstoilette 1500 Euro zahlst und so. Das ist jenseits des Alexanderplatzes. Und dass es auch einen Westen der Stadt gibt, haben, glaube ich, viele Leute vergessen. Und dass das auf jeden Fall die schönere Ecke Berlins ist, auch. Aber hey, ist alles Geschmackssache. Entweder habt ihr guten Geschmack. Was macht ihr hier? Oder ihr wohnt im Osten der Stadt. Ich mache doch nur Spaß. Ist doch alles, wie ihr wollt. Da hinten. Ja, das ist schon schön, auch von der Beleuchtung her, ne? Wenn ihr mal schaut. Das ist schon gar nicht so verkehrt hier. Das ist schon ganz nett, wie die Autos da beleuchtet werden. Gut, vom Rasen her hier würde ich jetzt sagen, das sieht dann doch ein bisschen eher wie Schilf aus, aber gut. Roll ich eigentlich? Ein bisschen, ne? Irgendwas ist komisch. Mollstraße, Prenzlauer Allee. 1. Juni, was? 2022. Das ist ein Zukunftsspiel, Leute. Das ist schon schön. Auch hier, was los ist und so. Diese Uhren mit diesen Werbetafeln, das ist alles. Hier der Mülleimer. Hässliche Autos. Wie ewig das hier dauert. Ich frage mich, ob das wirklich angepasst ist, ob die sich da wirklich hingestellt haben und gecheckt haben, wie lang die Ampelphase ist. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Irgendwie habe ich den Eindruck, er biegt gleich ab. Ah, was für eine Überraschung. So. Ja, ich muss auch ehrlich gestehen, ich
komme zwar aus Berlin, ich wohne in Berlin, ich bin hier geboren und so, aber ich kann auch total nachvollziehen, wenn Leute dieses, oh, Berlin ist so geil, nicht mögen. Ich kann das total verstehen. Und dieses ständige Rumgelabere mit, die beste Currywurst gibt es da und, oh, ey Leute, lasst doch gut sein. Lasst doch einfach gut sein. Was, wer hat euch denn gefragt? Lasst doch gut sein. Ist doch alles scheißegal. Ich fange nicht an jetzt. Mein Gott, das dauert hier. Oh, ein Müllwagen. BSR. Fleißig wie eh und je. Das hier war mal eine Telefonzelle. So eine Telefonsäule, die war offen. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich noch eine steht. Ich bin sicher, irgendwo stehen noch welche rum. Weiß aber nicht, ob man die tatsächlich benutzen kann. Hier sieht böse aus. So, jetzt geht's weiter, Leute. Naja, fahr mal hier. Der Papa muss auch noch rum. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da sind wir schon. Hallo. Ist es nicht ein wundervoller Tag heute, um Bus zu fahren? Sehr gut, Leute. Oh Gott. Den holen wir mal. Ja, ist doch gut. Mollstraße, Ecke Otto-Braun-Straße. Hier endet die Busspur übrigens, stand da gerade. Ich glaube, ich muss ein bisschen hier rüber. Tatsächlich komplett, denn ich biege gleich ab. Mollstraße, Otto-Braun-Straße. Ja, wir sind auf jeden Fall ohne jeden Zweifel jetzt im wirklichen Ostteil der Stadt angekommen. Da sind wir schon eine ganze Weile, aber jetzt merkt man es so richtig. Die Straßen werden breiter. Wir haben in der Mitte Platz für Straßenbahnen. Die Gebäude werden irgendwie ein bisschen platter. Und es fühlt sich alles so ein bisschen osteuropäisch an. Was nichts Schlechtes ist, aber daran sieht man das. Hoppla. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Ein bisschen rüber. Ich glaube, sonst fahre ich gegen das Schild. Ja, ansonsten ist das 1A. Wie gesagt, die erste Strecke, die ich ursprünglich hier mal spielen konnte, die es jetzt auch noch gibt, ist die Berlin-Tegel-Strecke. Und da fährt man durch Moabit und das sieht auch schon ganz fantastisch aus. Also auch damals schon. Am Friedrichshain. Wie detailliert das alles war und so. Und zusammen mit dem echten Sound hier, nicht nur die Sprecherin, auch der Sound des Busses. Und das Realistischste daran ist tatsächlich, es gibt so ein Quietschen. Das ist, du hast den Eindruck, die Busse, die zerfallen jeden Moment. Das ist so. Wir müssen gleich mal drauf achten, ob wir das hier hören. Und als ich das zum ersten Mal gehört, dachte ich so, ja, genau so klingt das in einem Berliner Bus. Genau so. Mal gucken, wenn wir gleich weiterfahren. Rotfaser aus der Hölle. Aber das Gute ist, wir warten alle gemeinsam. Alle müssen irgendwo hin, alle haben Pläne, müssen noch einkaufen. Obwohl, wie spät haben wir es denn? 8.40 Uhr? 8.42 Uhr? Vielleicht müssen die Leute zur Arbeit und ärgern sich. Ja, komm, ja, komm. Und Leute, was macht er hier? Ja, super. Also was es auch wirklich ausmacht, das Bild hier. Oh, hört ihr dieses Geräusch? Genau das ist es. Oh, am Friedrichshain scheint mir die Endhaltestelle zu sein. Ach nee, ist es nicht. Was es halt wirklich ausmacht, ist, wie die Straßen aussehen. Ne? Das sind keine clean Asphaltbahnen, sondern das ist alles geflickt und zusammengefügt irgendwie und so. Und genau so ist es nämlich auch. Und es könnte realistischer nicht sein. Das haben die wirklich super gemacht. Da sieht man wirklich,
Da waren Leute am Werk, die sich mal ein bisschen Gedanken mit Detailgenauigkeit machen. Über. Den kriegen wir so. Fahren wir weiter. Ist auf jeden Fall eine recht lange Strecke. Wenn man bedenkt, dass wir ja am Zoo gestartet sind, was plus minus die Mitte Berlins ist. Na, die Mitte ist ganz genau da markiert. So, ja, come on. Irgendwo da am Moritzplatz oder so, glaube ich. Ne? Hier? Music, Summer, nicht Party. Ach nee, Summer Night Party. Fangen wir hier rüber, ja, schön. So sieht Berlin im Sommer aus. Ganz viele Bäume. Und überall die Wurzeln, die die Radwege so schön kaputt machen, weil jemand gedacht hat, wir müssen alle 10 Meter einen Baum pflanzen da an diesem Radweg. Ganz fantastische Stadtplanung. Kann ich nur jedem Stadtplaner von abraten, sich an Berlin ein Beispiel zu nehmen. Zumindest was das angeht. Am Friedrichshain, Hufelandstraße. Uferlandstraße. So, hier werden jetzt auf jeden Fall die Abstände zwischen den Haltestellen auch wesentlich kürzer. Ich weiß nicht, ob die Leute hier einfach ein bisschen fauler sind oder was Phase ist, aber... Hallo, hallo, Fräulein. Bin vorsichtig, ja? Wirklich aus. Jetzt müssen wir hier alle warten, oder was? Hier, guck mal, Leute, so wird's gemacht. Da ist ja sogar eine Busspur, Mann. Hätte ich mir mal vorher überlegen können. So, Kniebrodestraße, Danzigerstraße. Sehr gut. Oh, hier ist aber was los. Boah, liebe Leute, ich weiß nicht, ob ich so viel Platz habe hier bei mir. Alle rein. Die Fahrt geht auf mich. Oh Mann, ey. 3 Euro. Zack, zack. Ciao. Hallo. Zack, zack, zack. Ciao. Was ist das denn? 24 Stunden Fahrschein ABC. ABC. Was hat denn der 20er ausgegangen? Was haben wir denn? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, lieben Busfahrer übrigens total, wenn man mit dem Schein bezahlt. Nichts Schöneres. Vor allem so ein Berliner Busfahrer, der sowieso schon keinen Bock hat. Den siehst du das an, der sitzt da, muss so eine bescheuerte Weste tragen. Und dann kommt einer, der erste Fahrgast am besten. Du hast gerade das Kleingeld da eingeladen in diese Kassette hier. Da. Und dann kommt der und zahlt mit einem 50-Euro-Schein. So Touristen. Sprechen kein Deutsch, verstehen sie nicht. Wir kommen aus Spanien. Und du so, sie ist kleiner. Kann mir schon vorstellen, dass das nervig ist. Auch wenn das natürlich nicht das Problem der Touristen in dem Moment sein sollte. Weil was interessiert die denn, ob du Wechselgeld hast oder nicht? Aber, ach come on, wir fahren jetzt rüber. Aber ich kann mir schon vorstellen. Naja, weiß ich nicht. Man könnte sich ja auch ein bisschen Gedanken darüber machen, oder? So, kommen Sie rein. Langsam, aber. Weiter, auch mit dem Hut. Ja, guck mal, in Zeitlupe hier. Ja, jetzt geht's. Hm. Ja, schön die Glascontainer hier haben wir in Lidl. Super, oh Leute, es wird wirklich warm, ne? Wenn man so Bus fährt. Storkower Straße. Storkower Straße.
Versuche immer noch herauszufinden, ach, das ist die Reflexion von meinem Lenkrad da hinten. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. Leute, wie gesagt, alles noch Early Access, alles hier noch in der Entwicklung. Also bitte nicht das hier für voll nehmen. Also sollte schon für voll nehmen, aber... Also geht's. Das ist auf jeden Fall eine mega lange Strecke. Also wir sind ja jetzt gleich hier am Rande der Zivilisation und somit in Brandenburg. Tatsächlich mit diesem Bus noch nie so weit gefahren. Ich kenne die Gegend hier überhaupt nicht. Ost-Berlin, no idea. Steht der jetzt an der Bushaltestelle oder was? Hä? Nein. Jetzt? Hat es nicht funktioniert? Achso, hier. Jetzt ist ab. So, Leute, weiter geht's. Wo auch immer wir hier sind, angeblich ist das noch Berlin. Keine Ahnung. Kann schon sein. Ich kenne das hier nicht. Und alle zugezogenen jetzt so, oh mein Gott, voll die schöne Gegend da. Auch wenn du da so um die Ecke gehst, dann gibt es da voll den coolen Späti. Bei dem Späti, da kriegst du das beste Bier. Ja, schön. Okay. Und der ist voll nett, der Späti-Besitzer ist voll nett so. Obwohl einmal war er nicht nett. Da war es früh und er hat guten Abend gesagt. Was machen die hier jetzt? Leute, wie soll ich denn das machen? Ja, was habt ihr jetzt davon? Ach Mist, Ausfahrt verpasst. Einfahrt. Geh mal weg da, Junge. Der Papa muss dahin. Komm ich hier rüber? Ja. So, das ist ja wohl die Endhaltestelle hier, oder sehe ich das falsch? Jawoll! Und jetzt geht's einfach weiter wieder zurück. Ohne Pause. Real life. Leute, das hat echt Spaß gemacht. Das war schön. Wie detailliert das ist, wie toll das ist. Wenn man Berlin kennt, dann weiß man das sehr zu schätzen, wo was ist und so. Finde ich super. Tolles Spiel, The Bus. Holt euch die Early Access Version, wenn euch das auch interessiert. Ansonsten kann ich tatsächlich gar nicht sagen, wann das rauskommt. Ich nehme aber an, es wird noch eine ganze Weile dauern. Soweit ich weiß, wollen die da auch einen Multiplayer-Part mit reinbauen und so. Ich weiß nicht genau, wie leicht das umzusetzen ist. Kann mir aber vorstellen, dass das ein bisschen schwieriger ist. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mitgefahren seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.